So, hallo, wir machen weiter bei Infernum und jetzt ist auch wieder der Sariel dabei und wir sind in hoffentlich der letzten Aufnahmesession, sodass wir jetzt alles mit dem Sariel noch aufnehmen können. Denn er hat auch einiges geändert und ich soll jetzt erst nochmal ein paar Level ablaufen. Wo muss ich hin? Richtig, als erstes gehst du mal ins Eislevel hier. Genau Ach das hier. hier. Was da? Genau. Okay. Dann gehst du einmal durch die Tür. Und dann spielst du den ersten Sprung hier bitte schön einmal richtig. Immerhin hat HF diesen Sprung gewissermaßen kreiert, deswegen ihm zu ehren, Was habe ich denn da ist es deine falsch Pflicht, gemacht? dass du gescrollt hast. Ach so, ich darf nicht scrollen, okay. Also da ist jetzt gar nichts verändert, sondern ich habe es einfach falsch gespielt. Ich finde es sehr, dass du die richtige Version bekommen hast und ich das nicht in irgendeiner Kopie gemacht habe. Aber das sieht gut aus. Also ich muss es ja dann irgendwie, also dann habe ich jetzt praktisch das gleiche Problem wie damals, bevor ich gescrollt habe. Ich muss ja irgendwie dafür sorgen. Was mache ich denn dann falsch, ist die Frage. Also ich schätze, ich muss von hier oben weiterhin runterrutschen, so dass daran dürfte sich nichts ändern. Ja, in deiner eigentlichen Aufnahme hast du es einmal durch Zufall richtig gemacht. Ja, richtig, genau. Irgendwann hat es mal zufällig gepasst und dann hatte ich mich gewundert. Aber ich sag mal, du kannst jetzt auch nicht verhindern, dass hier jemand scrollt. Doch, gewissermaßen schon. Deswegen hast du ja jetzt eine neue Version. Ah, okay. Du kannst es ja gerne nochmal mit Scrolling probieren. LOL! Ja, ne? Das ist ja interessant. Das macht die Sache etwas kniffliger mit Scrolling. Jetzt habe ich aber nicht gescrollt und der kommt trotzdem. Ja, weil du immer noch eine Sache falsch machst. Okay. Oh. Meine, tendenziell gibt es ja jetzt nicht so viele Sachen, die du anders machen kannst in der Position. Er ist richtig. Ich kann auch so rumrutschen. Soll ich einfach vorwärts rutschen anstatt rückwärts? Du meinst rückwärts anstatt vorwärts, aber ja. Wieso, was, wieso ist das? Wieso macht das denn einen Unterschied aus? Weil die Kamera dann anders aligned ist. Oh mein Gott, wie soll man denn darauf kommen? Du hast da einen großen Pfeil, der nach links zeigt. Und wo? Ja, oh, okay. Der sagt für mich aber nur aus, dass ich halt zurückrutschen soll. Ja, Aber nicht wie. gut. Ich meine, ich könnte natürlich auch hier ganz viel Text reinschreiben, aber das wäre ja komisch. Aber interessant, dass das was ändert. Ja, früher war es egal, aber HF hat dann rausgefunden, hey, das passt ja perfekt, wenn man nach links einfach nur schaut und dann, ja, wurde das angepasst. Ah, ich verstehe, weil der jetzt neu reingeladen. Ja, okay, ich check's. Okay. Sonst in dem Richtig. Level noch was? Nein. Perfekt. Dann haben wir das ja schon. Dann hast Grüße gehen raus an HF an der Stelle. du das Elster-Level neu gebaut. Hast du Das gesagt? Elster-Level natürlich. Das war auf der ersten Map. Richtig. So komme ich nicht hin. Oh, wobei, warte, kann ich nicht hier runter? Ja. Ja. Du bist ja dein eigener Navigator. Wir haben ja schon rausgefunden, dass ich mich auf meiner Overworld nicht auskenne. Jetzt komme ich in die. Genau. Wir sind der Sache. Also ich hätte bestimmt auch anders laufen können, aber ich komme hin. Genau. War das nicht dieses Level hier? Richtig. Richtig, nice. Okay, so, das hast du jetzt neu gebaut. Richtig, komplett. Also vielleicht bis auf den Anfang hier. Ja, das durfte ich nicht einsammeln, das weiß ich noch. Richtig. Na, dann spielen wir das Level doch nochmal. So, kann man immer noch hier ist. Das Secret funktioniert immer noch. Okay. Richtig. Dann hat sich nichts geändert. Gut, so. Wäre ja doof, wenn das Secret einfach rausfliegt. Jetzt habe ich vergessen, wie das hier ging. Das war schlecht. Nee, Nee, es das hat passt. gepasst.
So, jetzt ist hier. Wieso komme ich jetzt auf einmal hier hin? Hilfe. Das sind noch so die einzigen Räume, die gleich geblieben sind. Das heißt, du hast jetzt die Reihenfolge komplett verändert. Ja, und neue Räume gebaut. Oh, okay. Haben dir manche Räume nicht mehr gefallen? Richtig. Aber der hat dir scheinbar gefallen. Der ist ja ganz nett, der ist ja ganz easy und eine gute Introduktion in das Gimmick. So. Nein. Okay. Und jetzt komme ich hier. Okay, jetzt ist alles neu. R. Aha. Ja, gut. Das soll ich bestimmt nur die untere Reihe einsammeln. Also die obere wäre Quatsch. Das ist quasi die Abfrage, ob du bei der Brücke Wasser eingesammelt hast. Ach, das ist der. Okay, das ist jetzt der Teil. Deswegen ist da ja auch eine Brücke. Ah, ich verstehe. Das ist nicht mehr dieses komische Rüber-Dingsen. Mit dem Spin-Jump, sondern. Okay. So, da will ich auf jeden Fall drüber. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber ich will es garantiert. Nein, nicht mit dem Spin-Jump. Das war schlecht. Ich würde die bestimmt gerne noch mitnehmen. Oh. Okay, ich hoffe, ich darf eine obere Münze. Geht das ohne eine Münze einzusammeln? Ja, das geht. Ach so, ich mache direkt einen Shelljump rüber, Trottel. Ja, schön, dass du selbst drauf gekommen bist. Ich, Trottel. So. Das war nicht so gut. Okay, ach so, Disco Shell. Oha. Muss ich das irgendwie schaffen, ohne dass ich eine Münze berühre, bestimmt? Naja, das ist schon wahrscheinlich schon schlecht. Fun Fact, da waren früher noch Stacheln an der Decke. Lol, okay. Nein, das war schlecht. Aber da ist ja wirklich alles anders gebaut, tatsächlich. Ach. Das sage ich ja. Bis auf die ersten 3, 4 Räume. So willst du die 100 Parts erreichen. Du baust einfach ständig die Level neu. Natürlich. Ah, okay. Ich habe gehört, dass Let's Plays so länger werden als ein Ferry. Ja, ja. Du musst auch noch so 97 extra Save States machen. Nee, brauche ich hier zum Glück nicht. Wäre das so ein Hack, wäre ich hier schon längst im Rage Quit gewesen. Ach Mensch, ich hatte es doch. Dann vielleicht bringt dich ja die Disco Shell zum Rage quitten. Nein. So, du musst hoch. Na! Ich kann jetzt eigentlich weg, wenn er da ist. Wüsste nicht, wofür ich die noch brauche. Ich kann auch nicht weiter hoch mehr. Nee, die kann weg. Die passt da, wo sie ist. Also. So. Muss er hier durchrennen? Ah? Ich glaube nicht, dass ich bisher irgendwas hätte anders machen können. Also ich denke schon, dass ich hier richtig bin. Man kann noch oben bleiben. Ich muss den blauen Block also gar nicht holen. Ja, schon. Ah, ich muss also wieder hoch. Chuck kommt hier ja nicht weiter. Ja, also ich muss wieder hoch mit dem Chuck. Gut. Wo ist er denn jetzt gestorben? Was? Okay, der muss hier reinrennen. Oh, ich brauche den Block, um die Shell zu killen. Richtig. Ja, das ist jetzt dumm gesaved. No! No! Jetzt hoch mit dir! Nein! Jetzt kill ich ihn. Ah, scheiße.
So, jetzt hoch mit mir. Okay, perfekt. Komm ran. Ist das dein Ernst? Ja, du musst halbwegs aus seiner Höhe stehen, damit er dich realisiert. Oh. Und im besten Fall nicht offscreenen. Wäre eine gute Idee, ja. So. Sehr gut. Mach kaputt. Nicht mich. Ja, der Chuck, der springt bekanntermaßen um Stacheln. Blöcke nicht mich kaputt machen. So. Hui. Ach so, da kann ich eigentlich direkt... Ah, dann kann ich den direkt nutzen, um rüberzukommen. Oder macht er trotzdem... Nee, kannst du nicht. Ah, oh, stimmt, weil ich ihn kille. Ja, gut. Dann muss ich da unten durch. Ja, eine Runde musst du aushalten mit. Oh, das war zu bald. Jetzt hält mir wieder was von Codierung überlastet. Sollte es gerade geleckt haben auf YouTube, sorry. Techniker ist informiert, so. Und jetzt aber. Na! Okay. Puh. Du kannst auch einmal kurz sterben gehen. Wie, wenn ich das kann. Genau, einfach nur, damit man sieht, was hier passiert ist. Ah, jetzt ist hier die Röhre aufgetaucht. Und die schickt mich wahrscheinlich dann jetzt genau dahin. Also zumindest in den Raum hier rein. Ach so, wieder am Anfang. Genau, sonst lade mal dein State und schau, was du jetzt einsammelst. Ein Midway Point. Richtig. Kann ich mich wieder umbringen gehen. Du hättest auch einfach rechts rauslaufen können. Ach so, ja, okay. Hm. Ach ja, und du warst zu schnell. Wie ich war. Jetzt bring dich nochmal um. Und dann wart mal eine Sekunde am Anfang. Ach, da kommt wieder ein P-Switch runter. Korrekt. Ah, den hätte man vielleicht mitnehmen muss. Den ich mitnehmen will. Dafür ist der Anfang hier. Dafür ist der linke Teil. Ich habe mich schon gefragt, was das soll. Das kann ich auch gleich drücken. Habe ich hier keinen Stress. Ihr macht den Shelljump auch einfacher. Ah, dann komme ich jetzt hier raus, wo ich rausgekommen wäre, wenn ich durch die Tür wäre. Okay, ich schätze, ich darf nach wie vor keine einzige Münze einsammeln. Richtig. Mist. Perfekt. Es war eigentlich perfekt, aber ich habe es nicht gefangen. So. Na! Wollte ich doch nur absetzen zum Safe-State. So. Ach so. Ah, dann ist auch dieses Ende raus mit dem was war das, wo ich dachte, ich muss, da habe ich auch was verloren. Oh mein Gott! Okay, das ist passiert. Ah, dies darf ich safe noch nicht killen. Nein, jetzt ist sie da drüben. Die soll ja da drüben landen. Das war ja beim ersten Mal richtig. So nämlich. So. Sehr gut. Das war schlecht. Das war schlecht, in der Tat. Ah, der darf aber bestimmt auch nicht. Naja, wobei... Ach. Wie mache ich denn das, dass der nicht abhaut? Wobei, vielleicht darf er... Ach nee, ich brauche ihn, um hier rüber zu kommen, oder wie? Ja, richtig. Aber ohne die Münzen zu sammeln. Das wäre ganz ratsam. Okay, das ist interessant. Boah, da kommt das sofort. Yo! Yo! Au! Oh!
No. No. Ah, Mist, aber es müsste aus der Position vielleicht sogar gehen. Ja. Ja, wait. Da wäre dann gut, wenn man ihn behalten hätte. Ach du Scheiße, wie mache ich das denn jetzt wieder? Das heißt, ich muss ihn treffen, dass er da stehen bleibt. Richtig. Oh Gott. Okay, zurück zur Shell. Dann muss ich das ganz anders angehen hier. Im Prinzip so wie gerade, nur etwas schneller. Okay. Nicht ganz so schnell. Jo. Kann ich doch aber auch erstmal genau. Wollte schon gerade sagen. Ich muss ja gar nicht so hektisch machen. Aber man möchte meinen, nach 10 Jahren SMW hättest du tatsächlich ein bisschen Erfahrung. So, ja, ja. Echt. Na. Ach, es gibt. Ja, Münzen haben eine etwas größere Hitbox als zum Beispiel Stacheln. Deswegen musst du dich an die linke Wand drücken, darunter. Merkt das schon. Dass die nicht töten können. So eine Hitbox. So. Ja, vielleicht erinnerst du dich noch an Super Conan Land. Da ist das Ziel. Aber da ist auch eine Tür. Du wirst gleich sehen, warum. Okay. Soweit sollte alles passen. Ist übrigens ein Regrab, ganz ratsam. Ah, ich kann hier gar nicht, ich will hier gar nicht. Wait, dann muss ich aber jetzt eine Münze von dem Ding einsammeln. Und wir gucken mal, was hier kommt. Ja, das ist genau die Kaizo-Trap hier in dem Fall. Darf kein Ding einsammeln. Ja, aber wie soll ich denn da durch die Tür kommen, wenn ich nicht nichts einsammeln darf? Oh, wait. Ich habe auf beiden Seiten was eingesammelt. So müsste das doch jetzt passen. Ah, ist die falsche Seite. Ach so, ich bin blöd. Ja, vielleicht verstehst du jetzt den Aufbau dahinter. Ich bin hier richtig doof. Na! Das hast du toll verkackt. Richtig grandioses Kino. Gibt's denn überhaupt noch das Secret in dem Level? Ja, das gibt es. Ach ja, haben wir ja... Ich hab's ja sogar am Anfang, hab ich ja die... Wow, Gehören eines, weiß ich nicht. Sehr schön. Okay. Ja, dann haben wir jetzt alles nachgeholt, was neu war. Dann können wir jetzt wieder zurück in die Special World laufen und dann vielleicht im nächsten Part ein neues Level beginnen. So sieht's aus. Wir sind nämlich tatsächlich schon wieder bei 20 Minuten. Okay.
Also neues Elsterhaus und jo. Hi, ich wollte schnell laufen und dann laufe ich erst recht langsam. So, da, genau, da wollte ich hin. So, zack. Und dann gibt's nächstes Mal. Ja, das haben wir gespielt. Das da, genau, genau. Das mit der, mit dem Tangiere. Heißt irgendwas mit berühren? Das hast du gut erkannt. Aber Noli, weiß ich nicht, was Noli heißt. Du sollst mich nicht berühren. Ah, okay. Alles klar. Dann berühren wir das nächste Mal nichts. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.